Ja, servus die Mauer und grüß euch die Buben. Ja, ich bin wieder mal ein bisschen unterwegs. Ab und zu scheint die Sonne. Wir haben 3 Grad, also es geht auch Wind, es ist recht frisch, muss ich sagen. Aber ich war jetzt über Wochen daheim. Das Wetter hat es nicht zulassen zum Aussehen, war eine Katastrophe, aber okay. Ja, heute mal wieder ein bisschen durch den Dschungel durch. Will mir Kleinigkeit zum Essen machen, Käfchen ist sowieso klar. Was ich mir da mache, 60 später, aber jetzt schauen wir mal, was wir da noch alles sehen und dann suchen wir ein schönes Platz. Also, gehen wir so. Da sieht man einen Wildpfad. Ja, und ich bin mir sicher, durch das ganze Schilf da, dass da im Wasser, so, also im Sommer, so ein richtiges Biotop und feucht ist. Vielleicht steht da sogar Wasser drin. Ja, Bärlauch gibt es auch. Und Schneeglegerl. Ja, da renne ich wieder mal durch Bärlauch. Soweit das Auge reicht. Ah, ich denke, ich habe wieder mal meinen Platz gefunden. Ich glaube, da werden wir es gemütlich machen. Ah, ja. Ja, ist gemütlich. Den kaufen wir. Ja, ich habe mir mal alles hergerichtet. Es ist mein X-Ball wieder dabei. Diesmal ist mein Stanley Cup im Einsatz. Und zwar daher, weil da ein paar Würsteln reinkommen. 2 Frankfurter, den mache ich mir da heiß. Und das Ganze kommt dann da schön rein. Und wir machen sie 2 Hot Dogs. Natürlich mit einem Händel mehr Senf, ist eh klar. Und dass wir das Loch reinbringen, haben wir schon ein Stückchen Stecken angeschnitten, den werden wir in der Zwischenzeit, wie das Wasser kocht, schön sauber putzen, dass ich mir da eine stochern kann, dass die dann reinpassen. Ja, jetzt werden wir da mal ein Wasser einfüllen und dass wir den einmal kochen können. Drauf und auf da. So, machen wir sich dabei die Stickel zurecht. Na, wird schon hier und so. Ja, das Wasser werden wir sich ein bisschen mit einem Geschmack noch aufmerzen, nämlich mit Bärlauch. Ja, das wird super. Das wird fein werden. So, dann fertig. Und jetzt machen wir sie. Schön Platz fürs Würstel. Geht perfekt. Das zweite ist ein bisschen kleiner geworden. Schauen wir mal, vielleicht kann ich es teilen. Und bringe 2 nebeneinander. Für Schrotflinten. Einmal was anderes. Wer hat schon einen Doppeldecker beim Hotdog? Keine Aussage, ist egal. Das wird schon. Ja, natürlich kommt da der gute Händel mehr rein. Und dann werden wir noch was machen. Wir werden sie auch das verfeinern. Mit einem Bärlauch. Die stecken wir dann mit den Würsteln rein. Ja, es geht so auch. Na, das wird lecker. Das zweite dann auch noch, weil das wird ja Dubletten.
schon lange nicht mehr gehabt. Ich freue mich richtig drauf. Vorhin verfeinert mit dem Bärlauch. Das ist sowieso wieder eine Geschmacksexplosion. Das wird geil werden. Das wird geil, sage ich. So, das Pferd müsste eigentlich auch gelassen. Die sind eh schon pipi-feinst. Herrlich. Jawohl. Super ausgegangen mit dem Feuer. Ah. Hei, sind die Hasch. Und eine da damit. Ah. Ist das super. Da kommt natürlich noch mehr einer dazu. Das zweite werde ich da noch drin lassen, dann bleibt es noch warm. In dem Sinne, sage ich mal Mahlzeit. Vom Feinsten. Kann ich sagen, der Hotdog mit Bärlauch. Gigantisch. Wie sage ich so schon immer, Geschmacksexplosion. Dann hat der Duft vom Bärlauch da rundum und um wieder. Du glaubst, du bist in einen Knopf gefällt. Astrein. Also eins macht zwei. Weil wir quasi einen Doppeldecker haben. Natürlich noch mehr ordentlich verfeinert. Oh, da quietschen sogar die Bahn da. Die wollen auch wahrscheinlich was. Ja, und weiter geht's. Sie sind aber, die muss ich essen, solange er warm ist. Ah, im Sitzen wird es kalt. Ja, Freunde, ich schalte euch jetzt ab und es ist gar fertig. Bis später. Ja, da stellen wir das Tischl jetzt auf. Das geht schon so. Also die heißen Hund, die waren nicht schlecht. Alle Achtung. War mal was anderes, vor allem mit dem Bärlauch. Boah, Bombe, Bombe. Eigentlich Pipi feinst, wollte ich sagen. Ja, ich habe daheim ein bisschen umprobiert in der Schupfen und habe so 300 ml Wasser, wie gesagt, Wind schützt alles im Schupfen daheim, 300 ml Wasser erhitzt mit meinem Bioethanol, das hat 5 Minuten gebraucht, 5,05. Und mit meinem Brenngel vom Feuerträgen hat es 4 Minuten 35 gebraucht. Also es ist um etliches schneller. Ich meine, es ist wurscht, wenn wir draußen sind, sind wir nicht auf Geschwindigkeit aus, weil wir sind nicht auf der Hitze und sind nicht verfolgt. Aber das sagt mir da, dass mein Brenngel nicht schlecht ist. Also ich bin mit dem voll zufrieden. Vor allem ist es auf alle Fälle sicherer als wie Spiritus oder Bioethanol oder sonst was. Das Bit vertraue ich nicht, das geht einfach nicht. Das stinkt so, dass ich Kopf kriege von dem Dreck. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist so, war immer schon so.
den muss ich ausbrennen. Ich habe mir da sogar, mein Zangerl hätte ich nicht mit, aber ich habe mir als Unterlag für mein Ding habe ich mir noch so ein Lederplattel gemacht, ein schönes rundes. Habe es aber jetzt nicht verwendet, aber nur sicherheitshalber, falls man irgendwo ist, wo ein Holz drunter ist oder so. Stickle ein Lederrestl, da passt er komplett drauf, kann nichts sein. So. Krankensessel, müsste eh schon gewesen sein, der erste Gruß an euch. Gesund werden, gell? Schaut, dass es rauskommt. Und meine Gesunden, passt mal auf, dass es nicht krank wird. Prost. Ah, oh, herrlich. Gut, rennen wir die Brüner. Ja, dann habe ich ja einen neuen X-Ball noch daheim. Der Leo hat ja noch zwei größere in Planung. 120 bis 130, glaube ich. Und 135 bis 145. Da habe ich sein Modell schon daheim zum Testen. Und das hätte er gern heute mitgenommen, aber ich habe keine Weißwisch gekriegt. Weil das gehört natürlich testen mit Weißwisch, das ist ja Pflicht. Und die Frankfurter, naja, die hätten mir in meinen großen Topf nicht so richtig reingepasst, die waren da drin verschwunden. Und nächste Woche wird es dann eh wieder ein bisschen schöner. Und dann werde ich nochmal austesten. Ja, bei den 135 bis 145, da passt mir 1,3 Liter Topf auf, perfekt. Der Titan. Und sind auch zwei Brennerdosen dabei, das kleine, was da normal dabei ist, und ein größeres. Ich glaube, in das kleine gingen 40 Milliliter und in das große gingen dann 100 Milliliter rein. Also auf alle Fälle größer. Ja, testen wir beim nächsten Mal. Ja, schauen wir ein bisschen am Rücken, machen wir es warm. Ja, auch nichts mehr drin. Ah, perfekt. Ja, halb vier ist auch. Müssen wir schon langsam zusammenpacken dann und wieder Richtung Heimat gehen. Ah, jetzt kommt mir gerade wieder so ein Bärlauchgeruch in die Nase. Gigantisch. Jetzt habe ich da gerade neben mir gesehen, da liegt so ein Stückchen Baumstumpf mit einem Astl. Schaut aus wie ein Pfeifen. Ja, könnte man die Friedenspfeifen rauchen. Ja? Qualm. Geil. Ah, die legen wir wieder um, wie es war. So passt es. Ja, wenn wir noch ein bisschen putzen, zusammenräumen, dann ziehst du wieder Richtung heimwärts. Das, was ich mir noch überlegt habe, was mir gerade so eingefallen ist, was ich vielleicht machen könnte, was eine gute Idee ist, dass ich die Hageln daheim noch ein bisschen enger mache, dass die richtig schwer da drauf gingen. Wenn man es richtig aufsticken muss, dann kann man es auch nicht so schnell verlieren. Ich glaube, das wäre mal probieren daheim. So werde ich das machen, ja. So, da. Naja, ein bisschen zusammenräumen, viel braucht man nicht. Haben wir nicht viel. Jetzt haben wir aufgepasst. Passt da, gehen wir. Ja. Schaut einmal, alles grün. Bärlauch und Schneeglickerl. Gigantisch. Jo, Freunde, bei dem schönen Baum will ich mich gleich von euch verabschieden. Ein paar hundert Meter, dann bin ich wieder draußen bei meinem Auto. Dann sage ich wie immer, Dankeschön fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen.
wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Mauern und pfiat euch die Buben.